Das Duell beim Fernsehsender Phoenix und dem Printanbieter R&D, eine Chance, sich zu profilieren. Wir sind weiterhin bemüht, glaube ich, Unterschiede rauszuarbeiten. Das ist auch notwendig jetzt. Und wir sind weiterhin nicht nur bemüht, sondern ganz fester Überzeugung, dass es dazu keine persönlichen Angriffe braucht. Wenig später kommt Olaf Scholz direkt vom Koalitionstreffen in Meseberg. Im Maskenbereich treffen die Kontrahenten aufeinander. Das Rennen zwischen den beiden Duos scheint völlig offen. In der SPD wagt niemand eine Prognose. Das macht den Abend umso spannender. Die Mitglieder haben es in der Hand. Und es geht ja um ziemlich viel, nämlich die Zukunft der SPD. Und weil die SPD wichtig ist für unser Land, auch ein bisschen mehr. Einige dieser Mitglieder sitzen zur selben Zeit im Restaurant Enzian in Berlin-Steglitz zusammen. Hier hat die örtliche SPD zum gemeinsamen Public Viewing geladen. Vielleicht die letzte Chance, bestehende Überzeugungen zu überprüfen. Ich setze mich fürs Team Scholz ein. Warum? Ich sagte ja, der Herr Scholz ist Realpolitiker und die werden wir auch ganz dringend brauchen. Für welches Team sind Sie? Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Warum? Ich finde einfach, dass die SPD einen Neuanfang braucht. Und das ist ein frisches und verbrauchtes Duo. 18:55 in Berlin-Mitte geht's los. Auch wenn nicht alle sofort folgen. Im Duell geht es zunächst um Sachpolitik, zum Beispiel um den Mindestlohn, den beide Teams auf 12 Euro erhöhen wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass so wie in Luxemburg, so wie in der Schweiz, auch in Deutschland ein Mindestlohn in dieser Größenordnung funktioniert. Er schafft sogar Arbeitsplätze und er hilft den Leuten, die es wirklich verdient haben. Glaube ich auch. Im Duell geht es nun auch um die Zukunft der Partei. Was muss passieren, damit die neuen Vorsitzenden auch wirklich die SPD nach vorne bringen können? Ich glaube, dass es auf zwei Dinge ankommt. Und das, beim ersten bin ich mir sicher. Das ist nämlich, dass wir vier dieses Ergebnis, und zwar egal, ob es 51:49 oder 90:10 ist, akzeptieren werden. Und auch denjenigen, die uns unterstützen, sagen werden, das war genau der Sinn, warum die Mitglieder eine demokratische Wahl vorgenommen haben. Das findet auch in Berlin-Steglitz Unterstützung. Hat der Abend im Fernsehen die Mitglieder weitergebracht? Haben sie möglicherweise sogar ihre Meinung geändert? Ganz toll fand ich, dass beide Teams gesagt haben, weiter so geht es nicht. Und dann eben ihre individuellen Akzente gesetzt haben, dass es auch mal ein bisschen emotionaler zugegangen ist, dass sie sich in vielen Punkten ergänzt haben, dass sie auch gestritten haben so ein bisschen. Fand ich sehr schön, sehr interessant. Sie brauchen wirklich jemanden, der auch, sag ich mal, namhaft ist, der auch bekannt ist und der auch, sag ich mal, in der Politik einen guten Ruf hat. Und wie schon mehrmals erwähnt, Olaf Scholz wurde halt zweimal gewählt, einmal mit absoluter Mehrheit und der macht auch als Finanzminister einen guten Job. Beide sind also bei ihren Teams geblieben. Nun können die SPD-Mitglieder über das neue Führungsduo abstimmen.